Maike, Personal Trainerin vom SC Poppenbüttel. Ich möchte heute wieder einmal über die Ernährung sprechen. Und zwar sind heute die Kohlenhydrate dran. Eiweiße und Fette hatten wir jetzt schon. Letzte Woche waren die Fette dran. Da hatte ich ja einmal den Brotteig angerührt und einmal roh präsentiert. Heute ist das Brot oder jetzt ist das Brot mittlerweile fertig und angeschnitten. Und so sieht es dann im fertigen Zustand aus. Das reine Saatenbrot, dieses Wunderbrot, wovon ich gesprochen hatte. Ich habe diesmal Nüsse reingetan, die kann man weglassen. Man kann Weizenkeime reintun, Haferflocken, wie man möchte. Alles Mögliche an Flocken, Müsli-Mischung, alles Mögliche kann man untermischen. Und das ist dann eine super Eiweißbombe, sage ich mal. Es sind gute Fette drin, gute Kohlenhydrate und natürlich auch ganz viel Eiweiß durch die Nüsse, Samen, Saaten, hatten wir ja besprochen. Ja, heute sind die Kohlenhydrate dran, sind eigentlich unsere wichtigste Energiequelle für den menschlichen Körper, denn sie liefern uns eben reine Energie. Sie bestehen aus verschiedenen Zuckermolekülen und sind der Treibstoff für Muskeln und Gehirn. Sie gelangen übers Blut in sämtliche Zellen und der menschliche Körper verbraucht eigentlich rund um die Uhr Energie und deshalb nützt es uns auch nicht viel Kohlenhydrat loszuleben, sag ich mal. Denn dann werden wir ganz schlapp und müde, sage ich jetzt mal. Die meiste Energie wird für den Grundumsatz des Körpers verbraucht. Das heißt für Atmung, Herzschlag, Stoffwechsel. Ja, alleine um eine konstante Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Und natürlich verbrauchen wir auch Energie für unsere körperliche Aktivität. Kohlenhydrate bestehen aus verschiedenen Zuckermolekülen, hatte ich schon gesagt. Da haben wir die Einfach-, Zweifach- und die Vielfachzucker. Die Einfachzucker sind die meisten Vertreter, sage ich mal, die leider in fast allen Produkten zugesetzt werden, die wir verarbeitet kaufen. Das sind Traubenzucker, also Glucose, und Fruchtzucker, die Fructose. Ja, die kommen vor in, ich sag mal, Trockenobst, Trockenaprikosen, Datteln, Rosinen, getrockneten Bananen, dann in Fruchtkonfitüren, Honig und so weiter. Die Einfachzucker können direkt geben uns schnelle Energie, die können direkt von der Blutbahn in die Zellen gelangen und uns sozusagen dann die ganz schnelle Energie geben. Die Zweifach- und Mehrfachzucker, die müssen erst wieder in Einfachzucker zerlegt werden, um dann Energie geben zu können. Das ist auch der Grund, weshalb der Blutzucker nach dem Verzehr von Zweifach- und Mehrfachzucker nicht so schnell ansteigt. Auch der Insulinspiegel geht nicht so rapide hoch. Es sollte trotzdem nicht zu viel Einfachzucker verzehrt werden, da diese, wie gesagt, den Insulinspiegel mal ganz schnell hochdüsen lassen, hochschnellen lassen und er dann aber auch ganz schnell wieder herabfällt. Das heißt, dann verspüren wir wieder Hunger und essen dann wieder erneut. Und dadurch, wenn man zu viele Einfachzucker zu sich nimmt, nimmt man auch oft zu viele Mahlzeiten zu sich. Die Zweifachzucker, heißen auch die Saccharide, sind einfach und Zweifachzucker kommen vor allen Dingen in Süßigkeiten und Schokolade vor. Sie sind mit Ausnahme von Obst meist bloße Energieträger, die keine Vitamine oder Mineralstoffe enthalten. Sie lassen auch nur den Blutzucker in die Höhe schnellen. Deshalb sollte man auch von den Zweifachzuckern nicht zu viele zu sich nehmen. Vorkommen tun diese hauptsächlich in Milchzucker, Rohrzucker, Rübenzucker, normalem Haushaltszucker und auch in Milchprodukten. Und besonders natürlich
wie man schon weiß, Schokolade, Marmelade, Kekse, Bonbons und dergleichen. Ja, dann haben wir die Mehrfachzucker, das sind die Polysaccharide. Die Mehrfachzucker sind am wichtigsten für den Körper, da sie den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen lassen nach dem Essen. Da dauert die Energiebereitstellung natürlich dann ein bisschen länger, denn die Mehrfachzucker, wie ich vorhin schon sagte, müssen erst in Einfachzucker umgearbeitet werden, zerlegt werden, um dann über die Blutbahn in die Zellen zu gelangen. Somit steigt der Insulinspiegel auch eben nur langsam an und bleibt auch längerfristig erstmal oben. Das Insulin ist für den Transport der Glukose vom Blut in die Körperzellen zuständig. Eine bestimmte Blutzuckerkonzentration ist immer lebensnotwendig und darf nicht unterschritten werden. Denn Achtung, bei längeren Hungerperioden, sage ich jetzt mal, produziert die Leber Glukose. Sie hilft dann dem Körper, damit baut sie dann Körpereiweiß ab und das wird dann umgearbeitet in Glukose und gelangt in die Zellen, damit der Blutzuckerspiegel für die Versorgung des Gehirns immer gesichert bleibt. Das ist aber eigentlich ein Prozess, den wir nicht so gerne erreichen möchten. Die Mehrfachzucker sind immer die besseren Energielieferanten, denn sie enthalten meistens auch immer Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und auch sekundäre Pflanzenstoffe. Vorkommen tun die Mehrfachzucker in Haferflocken, Vollkornprodukten wie Brot, Nudeln, Reis, Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten und Kartoffeln. Und natürlich noch einiges mehr. Kohlenhydrate regulieren den Stoffwechsel von Proteinen und Fetten im Körper. Das ist ganz wichtig zu wissen. Leben wir ganz kohlenhydratfrei, dann können die Proteine und Fette auch nicht richtig im Körper regulieren, arbeiten. Und ohne diese Kohlenhydrate können Eiweiße und Fette nicht richtig für den Aufbau von Körpermasse verwendet werden. Der menschliche Körper braucht deshalb alle drei Makronährstoffe, die wir jetzt besprochen haben. Eiweiß, Fett und eben auch besonders die Kohlenhydrate. Wann man die einzelnen Stoffe zu sich nimmt, es gibt da ja auf dem Markt viel Meinungen, gehen da auseinander mit abends nur Eiweiß, morgens nur Kohlenhydrate. Wann man die einzelnen Stoffe zu sich nimmt, ist eigentlich egal. Das ist einfach auch abhängig von der geistigen und körperlichen Aktivität, die man am Tag eben leisten muss. Bei der körperlichen Aktivität brauchen wir mehr Eiweiße für den Körper. Bei der geistigen Aktivität, Menschen, die viel im Büro sitzen und sich mehr geistig anstrengen müssen, brauchen wiederum mehr Kohlenhydrate. So, auf die speziellen Ernährungsformen, die es so auf dem Markt gibt mit Low Carb und dergleichen, gehe ich in weiteren Videos dann auch nochmal ein. So, für heute habe ich mitgebracht, weil ich liebe Trockenobst. Ich habe heute Trockenaprikosen und Trockenpflaumen mitgebracht. Die mag ich besonders gerne. Die sind bei mir jeden Tag im Müsli. Und ja. Trockenaprikosen sind auch vor allen Dingen sehr gut noch für die Haut. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen und wünsche eine schöne Woche. Freue mich auf nächste Woche und da gucken wir mal, da habe ich noch kein Thema, was wir da dann durchnehmen werden. Bis dann, tschüss!